Wir gehen jetzt in ein weiteres Panel und äh, versuchen heute diese All-Male-Panels, die schon kritisiert wurden, dass da hier Männer allein auf der Bühne sitzen, etwas aufzubrechen. Und jetzt, versprochen, kommen auch Frauen zu Wort. Es geht beim ähm, dritten Panel um die... David, kannst du mal noch kurz sagen, was die Überschrift war? Die Genau, danke vielmals. Die politische Dimension von Klimaschutz trifft Grundeinkommen. Beim dritten Panel, die politische Dimension, möchte ich ganz herzlich begrüßen David Walker. Ihr habt ihn schon als Moderator gesehen. Er ist Sozialwissenschaftler und Polit Politologe bei Joanneum Research und forscht zu Gleichstellung, Care, Umwelt und Arbeitsmarkt. Derzeit arbeitet er als Berater oder er hat gesagt eher. Konsulent für die Europäische Kommission an der Schnittstelle von Sozial- und Umweltpolitik. Sein Ziel ist es, die Herausforderungen der heutigen Krisen wie Klimawandel und soziale Ungleichheit mit wissenschaftlich fundierten Lösungsansätzen zu begegnen und evidenzbasierte Empfehlungen zu erarbeiten. Bitte begrüßen Sie mit mir noch einmal David Walker. Weiters, eine unserer Panelistinnen, Katja Kipping, 1978 in Dresden geboren, war schon Rettungsschwimmerin, Sozialsenatorin in Berlin und 16 Jahre Bundestagsabgeordnete der Linke. Sie schrieb Bücher zur Zukunft der Demokratie und zum Green New Deal, kennt aber auch die Praxis und hat bei der Betreuung und Vermittlung von Geflüchteten gearbeitet. Sie engagiert sich seit einem Vierteljahrhundert für die sozialökologische Transformation bzw. für das bedingungslose Grundeinkommen. Damals sagte ihr die Presse, sie ist ja noch jung, sie wird noch vernünftiger. 25 Jahre später und um viele Erfahrungen reicher, ist sie immer noch vom Grundeinkommen überzeugt und sieht es als eine Demokratiepauschale. Bitte heißen Sie mit mir willkommen Katja Kipping. Als letzten Panelisten möchte ich Lars Werner begrüßen. Er ist 33 Jahre und hat einen Master in Psychologie und versorgt Kinder und Jugendliche in der psychosomatischen Reha-Klinik in Göttingen. Er ist zusätzlich drei Jahre Vollzeit bei der letzten Generation. Zuerst zwei Jahre in der Leitung, jetzt in der Strategie. Er war schon einen Monat im Gefängnis in Präventivhaft und wurde schon oft in Gewahrsam genommen. Dutzende Strafprozesse laufen aktuell noch. Und neben dem zivilen Ungehorsam hat er ganz normale Neigungen wie Bundesliga, Tennisspielen, Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Lars Werner von der letzten Generation. Applaus Gut, und wir haben uns gedacht, David macht den Aufschlag. Ich darf dich, David, um deine Keynote bitten. Genau, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier mit hochrangigen PolitikerInnen und äh, Gefängnisinsassen zusammen <laughs> das Thema angehen kann. Äh, wir sprechen über die politische Dimension, politische Arbeit in Bezug auf Arbeit, Ungleichheit und just transition. Ich bin ja ursprünglich aus Ulm, aber mittlerweile in Wien gelandet. Und das ist ein schönes Bild aus Wien da sieht man die Klimawandelfolgen. Das ist, glaube ich, im 17. Bezirk. Da kann man mittlerweile schwimmen gehen. Und man merkt, dass die Folgen des Klimawandels in dieser Form immer häufiger auftreten. Wir hatten das Aaltal, wir hatten eben verschiedene Extremwetterereignisse. Wir haben die steigenden Meeresspiegel, die Probleme im Ökosystem, also Rückgang der Biodiversität, also... Das wäre schon allein den Vortrag wert, könnte ich weiter aufzählen. Ja. Und die Entwicklungen, die haben eben auch immer tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Konsequenzen. Und was ich, was ich einer der wichtigsten Dokumente unserer Zeit finde, deswegen habe ich es hier rechts eingeblendet, ist eben der Climate Change Synthesis Report vom Intergovernmental Panel on Climate Change, wo eben auch direkte Politikempfehlungen da sind die äh, trotzdem auch sozial gestaltet sein sollen. das ist besonders wichtig weil die vulnerablen gruppen am stärksten betroffen sind. also die folgen des klimawandels die sind ungleich verteilt. der anstieg der temperatur führt auch zum anstieg von armut und ungleichheit. sie sind überproportional auch von den folgen des klimawandels betroffen. also wir merken es nicht nur bei, bei den steigenden energiepreisen sondern in mehreren bereichen. die kosten der transformation könnten also zu einer klimaneutralen Wirtschaft, die könnten auch wieder die vulnerablen Gruppen am stärksten treffen. Wir haben vorhin schon bei der Keynote von Leo gehört, dass, dass da eben verschiedene soziale Gruppen betroffen sind, die anfälliger sind für Arbeitsplatzverluste in einer Transformation und die mit sozioökonomischen Unsicherheiten zu kämpfen haben. Es gibt einen starken Zusammenhang auch zwischen der finanziellen Situation von Individuen und ihrer Fähigkeit sich an Klimawandelanpassungsmaßnahmen zu beteiligen. Paradox oder eigentlich schon traurig ist, dass genau die Gruppen, die am meisten betroffen sind, am wenigsten verursachen. Und das BGE als Konzept, das könnte eben begleitend sein in so einer Transformation, dass sie auch sozial gerecht gestaltet sind. Das könnte diesen Ungleichheiten entgegenwirken. Soziale und ökologische Aspekte müssen gemeinsam gedacht werden. Der ökologische Wandel muss sozial gerecht gestaltet werden, und damit erhöht sich auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Das BGE kann ein gutes Mittel sein, um diese Unsicherheiten zu nehmen in Transformation. Also wenn beispielsweise jetzt in Großbritannien das letzte Kohlekraftwerk erfreulicherweise gestoppt wird, dann gibt es erstmal Arbeitsplatzverluste. Das ist ja erstmal eine soziale Verwerfung, die muss ja irgendwie adressiert werden. Dafür könnte ein BGE da sein. Ja. Auch den gesellschaftlichen Zusammenhang äh Zusammenhalt, den kann man durch die Entschärfung dieser Spannungen, dieser Konflikte äh, garantieren. Hier sehe ich auch Synergien, was wir vorhin die ganze Zeit diskutieren, Ökosteuern, verschiedene Steuersysteme. Ein bedingungsloses Grundeinkommen müsste ja finanziert werden. Genauso die Reformen, dass sie auch eben nicht zu sozialen Verwerfungen führen. Ich finde das BGE auch überzeugend, weil... Eben ein anderer Begriff der Arbeit vorherrschend ist. Also, hier in der Überschrift sieht man ja, erwerbslos, aber nicht arbeitslos, ich habe Arbeit, suche Einkommen, das sind Parolen, aber dahinter steckt ja irgendwie was. Wir sind konfrontiert mit diesen komischen Narrativen der Leistungsgesellschaft und der sozialen Hängematte und häufig ist das leider gekoppelt mit Stigmatisierung von Erwerbslosen. Also, bestimmte Gruppen wie Frauen, Migrantinnen, Menschen mit Behinderung, die sind häufig davon betroffen. Hanna Arendt hat ja mal gesagt, dass wir in einer Arbeitsgesellschaft leben mit der Perspektive ihrer Auflösung. Also dass Arbeit automatisiert wird beispielsweise. Wir haben wieder einen Wandel, der eben dazu führen kann, dass also der erstmal eine unheimliche Veränderung darstellt. Und da muss man dem entgegenhalten, nee, es, manche Leute die sind eben erwerbslos, sie haben aber Arbeit. Ich habe hier meine Mutter zu Besuch und meinen Vater. Das war sehr wohl Arbeit, mich zu erziehen. Ich kenne mich. Also sie haben häufig keine formale, äh, formelle Beschäftigung, tragen aber trotzdem zur Gesellschaft bei. Das PGE könnte hier auch als finanzielle Grundsicherung dienen, unabhängig vom Erwerbsstatus und es einfach ermöglichen, dass man am im im gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Kurz, das PGE äh, würde... Die Bedeutung der unbezahlten Arbeit, die so oft unsichtbar ist, anerkennen und negative Folgen der Transformation abmildern. Also, ich habe mir die Frage gestellt: Was, was heißt es überhaupt, die ökologische Frage sozial zu beantworten? Man muss vermeiden, dass es zu sozialen Ungerechtigkeiten führt, wenn man Klimaschutzmaßnahmen einführt. Man muss den Zugang zu Ressourcen sichern. Man muss die Wirtschaft sozial gerecht umgestalten. Da gibt es ja mehrere Methoden, wie, wie wir schon besprochen haben. Ja? Teilhabe und Mitbestimmung garantieren. Ich will jetzt noch kurz ein bisschen für die Diskussion Anstiche und Thesen in den Raum werfen. Ich habe vorhin die ganze Zeit gehört, dieser ökologische Fußabdruck, ja, von einem Energiekonzern erfunden, wie man hier auf der rechten Seite sieht. Den kann man da schön berechnen und it's time to go on a low carbon diet. Ja, das hauen die einem auch noch so frech ins Gesicht. Ist es nicht so, dass man dadurch ablenken kann und es ist ja auch gelungen von der, von der strukturellen Natur der Klimakrise? Dass die Ökosysteme zerstört werden aufgrund dieses komischen Narrativs des grenzenlosen Wachstums, da muss man bei den politischen Rahmenbedingungen ansetzen. Auch zu individualisieren, diese ökologische Frage. Also, wenn man bewusst hier Kaufentscheidungen trifft und ganz brav abends das Licht ein, äh, abschaltet, dass dann hier irgendwie die Klimakrise gelöst sei, das, das finde ich nicht äh, überzeugend. Und da jetzt eben. Die Konsumkritik genau falsch an. Die Ursachen werden nicht adressiert, was wir vorhin hatten, diese Kapitalismuskritik, muss man auch mal benennen. Also die Klimakrise ist eben ein Resultat von dieser fossilen Industrie, von verfehlter staatlicher Politik, die auf Wachstum ausgelegt ist und von Ressourcenausbeutung, eben auch Ressource Mensch. Deswegen eine Kritik der Konsumkritik würde ich hier in den Raum werfen. Weil eben auch diese Transformation gar nicht so einfach ist für ärmere Leute. Die haben gar keinen Zugang zu umweltfreundlichen Alternativen. Die äh, haben nicht die Ressourcen und manchmal gibt es auch gar nicht die Infrastruktur, um das zu machen. Also, ich würde nicht individuelle Konsumentscheidungen hier verurteilen, sondern grundlegend die Produktions- und Konsummuster um, umformen. Und eben da haben wir Antworten. Ob es jetzt Degrowth, ökosoziale Steuerreform sind, die Angebote sind ja da. Man muss nicht beim Individuum nur ansetzen, sondern auch politische Maßnahmen treffen. Ich finde auch, also wir haben ja auch am Panel die Bewegungen da. Die letzte Generation, das hört sich immer so apokalyptisch an. Also, ja, ist es. Also, Wien haben wir vorhin gesehen, schwimmt. Aber man muss bei dem Ganzen auch betonen, und da finde ich das Buch von Hannah Ritchie sehr geeignet, dass wir auch die erste Generation sein können. Zwar geht der Handlungsspielraum zurück. Weil dieses Bewusstsein für die Dringlichkeit, das haben wir geschaffen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ich weiß ja auch nicht, wie Österreich gewählt hat. Aber das kann auch zu einer, zu einer Starre führen, zu einem Gefühl der Ohnmacht, wenn man, wenn man immer das in den Vordergrund legt. Weil wir haben Fortschritte, wir haben mehr Wissen, wir haben gewisse Umweltindikatoren teilweise in den Griff bekommen, das Bewusstsein, das wächst, das Verständnis von Auswirkungen vom Klimawandel und die Werkzeuge werden entwickelt. Ich merke auf Kommissionsebene, da bin ich gerade für drei Umweltmissionen eben in der Forschung und merke immer mehr ist evidenzbasiert. Immer mehr wird auch wird die Bevölkerung eingebunden. Und diese Vorstellung, die Tipping Points, ja, dann, dann ist vorbei. Nee. Gar nicht. Also, dieser apokalyptische Endpunkt, der ist da nicht gegeben. Es wird volatiler, auf jeden Fall. Also, wir müssen uns auf die Chancen konzentrieren, die dieser Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft bietet. Und ich finde auch die Ansätze hier: gibt es ja verschiedene BGE-Konzepte, die sind sehr heterogen, die sind ganz unterschiedlich. Also, das BGE kann hier einmal als der liberale Traum, also zum Glück haben wir das hier nicht, aber der liberale Traum sein, mit Zerschlagung des Sozialstaats einhergehen. Und es gibt das PGE als Umverteilungsinstrument, vor allem ideengeschichtlich, kam es daher. Und diese Unterschiedlichkeit, die kann man adressieren und zum Vorteil machen. Und da finde ich, ist die Klimabewegung sehr erfolgreich gewesen. Also hat eine Vielzahl von Organisationen, die adressieren unterschiedliche Zielgruppen, wählen unterschiedliche Mittel bis zum zivilen Ungehorsam ähm, und weisen unterschiedliche Grade der Utopie auf, können systemverträglich sein, aber auch radikal antikapitalistisch. Und genau darin kann die Stärke liegen. Man hat verschiedene Angebote. Man schärft das öffentliche Bewusstsein hin. Man merkt, sie haben sich professionalisiert und verwenden unterschiedliche Formen, um Einfluss zu nehmen. Und deswegen ist es ein Appell wieder, wieder der radikalen Vereinzelung, also dass diese gesellschaftlichen Veränderungen, die, da muss man gemeinsam entgegentreten. Die progressiven Bewegungen müssen da aufeinander zugehen. Um das Bewusstsein zu bilden, aber auch um wirkmächtig zu werden. Und ich finde dieses Angebot hier von der Konferenz, das PGE in die Klimabewegung zu bringen und andersrum von der Klimabewegung zu lernen, das finde ich unheimlich stark. Und ich finde, da müssen wir weiterdenken. Und also als jemand, der im Care-Bereich forscht, da habe ich direkt auch einen Frame gesehen. Also, dass das PGE eben die Abhängigkeit von Frauen verringern kann, dass es das Verständnis der Arbeit als Erwerbsarbeit aufweicht. Also, das ist doch auch mal was. Da muss man weiterdenken. Danke, lieber David. Ich darf nun Katja Kipping um ihren Input bitten. Ich finde, alles, alles Wichtige ist jetzt gut zusammengefasst. Jetzt könnten wir eigentlich in Workshops gehen und sagen: Jetzt besprechen wir genau, wie wir das machen. Jetzt soll ich aber trotzdem noch was sagen und dann will ich doch eine Vorbemerkung machen. Also erstens Kompliment an die Organisatoren für den Titel, weil es werden zwei existenzielle Gattungsfragen adressiert und sogleich wird nicht allein über ein Problem gesprochen, sondern gleich über eine Lösung, zwei Lösungen, Klimaschutz und Grundeinkommen. Also wir kommen dadurch ins Handeln und das ist gut. Dann habe ich mich natürlich im Vorfeld gefragt, was könnte ein Mehrwert sein, den ich hier einbringe kenne mich jetzt nicht so sehr aus mit Gefängnissen, äh, kann ich leider nichts Spannendes beisteuern, aber womit ich mich ein bisschen auskenne, das ist wie so ein Koalitionsausschuss funktioniert, wo auch bei einem Sondierungsgespräch gezogen wird, wie in einem Kabinett sich Sachen durchsetzen und, ähm, zugegebenermaßen, meine Erfahrungen sind eher praktischer Natur auf Landesebene. Aber durch viele ähm, gute Kontakte habe ich am besten ein Gespür dafür, wie bei ein paar Dingen das auf Bundesebene in Deutschland ähm, gelaufen ist und wird deswegen gerne schlaglichtartig über drei äh, konkrete Projekte reden, die wirklich stattgefunden haben. Nicht um über das Vergangene zu reden, sondern damit wir daraus vielleicht Lernen für weitere Maßnahmen ziehen. Denn ich glaube, in vielen Fragen, gerade beim Thema Klimaschutz, haben wir keinen Mangel an Erkenntnissen. Wir haben einen Mangel an Durchsetzung dessen, was notwendig ist. Und zur Durchsetzungsebene gehören die verschiedenen Ebenen, die du bereits benannt hast, und neben zivilen Ungehorsam eben auch die Ebene, wo es am Ende in Gesetze und Haushalte gegossen werden. Also ich beginne mit der Kindergrundsicherung. Das ist ein Projekt, wo die Zivilgesellschaft echt gut vorgelegt hat. Es erfüllt mich ein bisschen mit Stolz, weil es ein paar hier im Raum Runer Plaschke, wenn er andere. Wir waren mit dabei. Wir haben das Thema stark gemacht. Man musste, also ich musste zuerst in der eigenen Partei darum kämpfen, dann mit Begeisterung erlebt, dass ein breites Bündnis Kindergrundsicherung entstanden ist. Es ist dann auch in das Wahlprogramm von zwei Parteien gekommen, die im Jahr 2021 Koalitionsverhandlungen führten und dann stand die Kindergrundsicherung drin als Ziel. Man hätte sich so richtig schön freuen können. Und als ich den Koalitionsvertrag las, merkte ich sofort einen Klumpen im, im Magen, weil ich dachte: Oh, oh, an der Stelle, wo es um die konkrete Summe geht, wird es überraschend ähm, sozusagen unkonkret. Das ist immer was, wo man aufforschen muss. Und man muss wissen: Damals war es ja so, zwei von drei Partnern waren ganz klar committed durch ihr Wahlprogramm für eine Kindergrundsicherung. Und durch das Unscharfmachen der Summe hat sich am Ende der kleinere Partner durchgesetzt. Weil das passierte dann. Dann gab es eine Gesetzesvorlage und so weiter. Naja, ich fasse mal das Ganze zusammen. Der Stand jetzt ist, das zuständige Ministerium, das Familienministerium sagt, wir haben immerhin die erste Stufe in den Weg ähm, gebracht. Faktisch wissen alle, das wird nicht mehr kommen in dieser Wahlperiode. Und außerdem ist es noch kommunikativ ziemlich verbrannt und tot, das Kind. Wie ist das geschehen? Daran würde ich sagen, es sind zwei Dinge mitschuld. Als allererstes muss man hier die FDP und den Finanzminister Christian Lindner nennen. Der hat das einfach ausgebremst und von wegen, ja, packt das uns Servanta. Der Koalitionsvertrag wurde mit irgendwelchen Tricks und leider dem Fehler der ungenauen Summe der schwammigen, die da stand, ähm, und dann wurde noch perfide oben drauf gesetzt, dass Christian Lindner geschafft hat, doch Eltern, alleinerziehende noch am Ende den Faulhaus, Faulheitsvorwurf zu machen. Ja, also Lehrstück. Denkt euch das perfideste aus, was euch einfallen würde, multipliziert es mit 10 und ihr seid immer noch nicht auf das gewappnet, was passieren kann, wenn wir was Wichtiges durchsetzen. Und ich finde schon, dass wir deswegen eine Lehre daraus ziehen müssen. Wenn der Finanzminister Neoliberales an der Schuldenbremse festhält und nicht ran will an den Reichtum, hat man ein echtes Problem, sozialen Fortschritt durchzusetzen. Das zweite. Und das gehört jetzt ein bisschen auf die Ebene Politik als Handwerk. Das mögt ihr jetzt vielleicht ein bisschen öde und langweilig finden, aber ich kann nur sagen, wenn man was durchsetzen will, sind es manchmal ganz kleine handwerkliche Fehler, an denen was scheitert, ja? Oder Sachen, die nicht berücksichtigt sind. Man muss wissen, dass es natürlich, wenn jetzt einer Minister, Irgendwas blockiert. Also, wenn es jetzt in Berlin gewesen wäre und sagen wir mal, mal, der grüne Finanzminister hätte irgendein Projekt nicht durchgebracht, hätte ich einen Koalitionsausschuss angerufen. Und dort sitzen dann die Parteivorsitzenden. Und ich hätte immer gewusst, wenn ich das vorher bespreche, da steht sozusagen meine Partei Wiener 1 und kämpft wie verrückt darum. Jetzt wissen wir aber, die Grünen haben recht viele Ministerinnen in der Regierung und da war die Familienministerin, auch weil sie später dazu kam und weil es davor zwei sehr öffentlichkeitswirksame Ministerinnen gibt in der grünen internen Hierarchie, nicht ganz. Ganz weit oben. Das heißt also, dann konnte man auch nicht drauf setzen, na dann kommt der Koalitionsausschuss und dann hauen die Grünen alles, was sie an Gewicht haben, dazu rein. Ja? Also auch das sind noch Dimensionen, die man mit berücksichtigen muss. Wer hat dann die Durchschlagskraft in innerparteilichen Hierarchien, um was durchzusetzen? Nächstes Thema: Heizungsgesetz wir können ja noch über das ergebnis reden mit ähm, uli schachtschneider ist ja jemand da der das auch aus der praxis ganz gut kennt man könnte sogar sagen das was rausgekommen ist ist auf jeden fall besser als wenn nichts gekommen wäre Da sind ein paar gute sachen drin. diskursiv ist ein verheerender Flurschaden entstanden weil im zuge dieser ganzen debatte also für die die jetzt nicht so deutsche zeitung immer lesen da war dann ähm, also der gesetzentwurf war noch nicht öffentlich vorgestellt da wurde er durchgestochen er wurde durchgestochen, weil das Bundeskanzleramt Angst hatte, dass das, ähm, nicht, gut für, also dass das nicht beliebt ist. Haben es deswegen mal ein paar Zeitungen gegeben, die haben es veröffentlicht und die wollten testen, ob da eine Mehrheit in der Öffentlichkeit dafür ist, weil man muss wissen, der Bundeskanzler ist immer erst dann für ein Projekt, wenn er das Gefühl hat, ähm, er könnte damit auch sozusagen in der Mehrheit bestehen. Deswegen hält er sich so lange zurück. Also die haben das durchgestochen und das Ministerium von Habeck, was da wirklich daran gebrannt hat, was auch einen Experten für das Thema als Staatssekretär hatte, ähm, war kommunikativ nicht vor der welle sondern musste immer hinterher rennen. Ja? also einfach auf so einer kleinen ebene äh, was passiert dann gab es die großen heizungshammer und so weiter und man hatte immer das gefühl also der habeck die, die ganzen armen oma's sind schlecht dran wenn habeck sich durchsetzt ja? das war so also das was hängen blieb und dann hatte der noch eine trauzeugenaffäre das muss ja ganz wild dort zugehen ja? diese kampagne ist an verlogenheit nicht zu überbieten. Bisschen später in Berlin, CDU, regierender Bürgermeister, macht seine Geliebte zur Bildungssenatorin, erzählt das niemandem. Es fliegt nur durch Medienindiskretion überhaupt auf. Sie versuchen es ganz lange zu verschweigen. Also, das war ein echter Compliance-Case. Die CDU hat es weggelächelt und sozusagen verbotene Liebe zum sozusagen beliebten Dings gemacht. Und alle sagen, aber im Jahr 24 muss das doch gehen, dass man sich liebt und zusammen regiert, ja. Bei den Grünen war der Trauzeuge noch ein Fall für einen Rücktritt eines Experten in dem Thema. Ja, auch hier wieder perfide Kampagne, und sie hat leider dazu geführt, dass ein Experte in dem Bereich auch raus ist und damit auch ein wichtiger Treiber für das Heizungsgesetz fehlt. Wie konnte das passieren neben den fiesen Kampagnen? Es gab auch hier wieder einen handwerklichen Fehler, weil wenn ein Koalitionsvertrag verhandelt wird, neigen sozialpolitische Expertinnen dazu, die lesen sich alle das gesamte Sozialkapitel durch. Die ökologischen Experten lesen sich die ökologischen Kapitel durch und dann guckten beide Seiten so drauf. Von den Abgeordneten waren ganz zufrieden und ließen das so durchgehen. Jetzt stand in der Formulierung, Koalitionsvertrag zum Heizungsgesetz, es sollen sozialen Ausgleich geben. Das klingt ja gut, finden alle gut. Jetzt De ähm, Denkfehler, die Grünen dachten, naja für den sozialen Ausgleich wird ja die SPD dann kämpfen, wenn es knapp wird im Kabinett. Die SPD aber sagt, Nein, das ist ja Habecks Gesetz, soll der mal kämpfen, dafür werfen wir ja nicht unser ähm, Gewicht ähm, rein in die Waagschale. Dann kam noch diese ganze komplizierte Debatte mit Trauzeugenaffäre und die Bild und so weiter. Jetzt könnte man sagen: Naja, da waren die Politikerinnen aber mal wieder kurzsichtig. Schlechte Nachricht in dem Fall, wenn man also im Jahr 21 noch zurückschaut, muss man sagen, war es auch in der organisierten Zivilgesellschaft ungefähr so, dass, wenn man gefragt hat bei den Sozialverbänden, wer hat das Öko-Kapitel gelesen, gingen nur wenige Arme nach oben. Wenn man bei den eher umweltorganisierten NGOs gefragt hat, na wer hat denn die Sozialkapitel im Koalitionsvertrag gelesen? Ging auch nur weniger Arme nach oben. Eine Lehre, die jetzt, glaube ich, NGOs und Sozialverbände daraus gezogen haben, wir dürfen nicht mehr abgetrennt soziales und ökologisches Denken. Das ist für den Fachreferenten dafür, das ist für die Fachreferentin da. Wir müssen das verzahnt denken. Wir können uns auch nicht mehr darauf verlassen, dass wir eine gute Forderung machen. Und dann wird es im Ministerium mit den vielen, vielen Mitarbeitern, die die haben, schon irgendjemand geben, der das gut in ein Gesetz und in ein Konzept runterbricht. Ich glaube, wir werden die Konzepte schon fertig selber richtig ausformulieren. Und wir brauchen natürlich eine Resilienz, weil es wird fiese Angriffe geben. Und, ja, und jetzt abschließend noch was ganz kleines Bescheidenes. Das Netzwerk der Wärme, ich hätte gern ein Beispiel aus Bundesebene genannt, aber es war ähm, in Berlin. Im Jahr 22, als die Energiepreise nach oben gingen, drohte die Situation, dass arme Menschen zu Hause sitzen, nicht mehr rausgehen und frieren und die sozialen Begegnungsorte alle schließen müssen, weil sich das niemand mehr leisten kann. In der Situation entschied der Berliner Senat: Wir machen irgendein Entlastungspaket. Und dann haben wir gedacht: Na ja, wir machen jetzt nicht nur, wir wollen ein bisschen mehr Geld, sondern wir nennen das ganz groß und nennen das Netzwerk der Wärme. Und alle kommen zusammen und alle Begegnungsorte, die es gibt, werden einfach noch mal nicht nur, dass sie nicht schließen, sondern so richtig viel im ausgeweitet. Und ähm, das Spannende war, dann sind so Sachen passiert wie in der Nationalgalerie hat der Leiter gesagt: Ja, wir haben hier so eine schöne Ecke, wo unsere Besucher sitzen. Wir machen das zu einem Ort, wo alle, die kommen wollen, sitzen können. Da ist es warm, es gibt kostenlosen Tee und die sitzen nicht in einer Schmuttelecke, so wie bei einer Wärmestube, sondern auf den tollen Designmöbeln, die dort halt in dem Museum stehen. Oder im Humboldt-Forum: Da gab es einen Raum, der war früher Museumsshop. Da haben die dann ähm, Johanniter mit reingeholt, hatten auch immer Kaffee und Kuchen. Aber das sah so ein bisschen aus, also öfters verirrten sich da Touristen rein und dachten, das sind hier Museumsshop. Und dann saßen aber zum Beispiel wohnungslose Menschen da und spielten Schach. Und es war total spannend, weil das waren halt Orte, die waren klar deklariert, hier ist jeder willkommen, wir bieten einen Raum für Begegnung. In einigen Stadtteilzentren oder Bibliotheken hat man da noch mal Energieberatung angeboten und, und, und. Und es war gar nicht so viel Geld, was da reingeflossen ist, aber es war mit der Botschaft: niemand muss Bedürftigkeit nachweisen, um dorthin zu gehen. Es ist eine Einladung, es ist gewünscht, dass ganz verschiedene zusammenkommen. Und wir haben, das ist nicht leicht für öffentliche Verwaltung, es versucht so unbürokratisch wie möglich, nur jeder Bezirk kriegt eine feste Summe und verteilt das an diejenigen, die irgendwie jetzt was anbieten wollen. Was ist die Lehre daraus? Also, das ist weit unter den fünf großen Transformationswänden, die wir hatten, aber. Zwei, nee, drei Lehren kann man daraus ziehen. Erstens, soziale Sicherheit ist nicht nur eine Geldleistung, sondern es sind auch Orte der Begegnung und des Austauschs, des sozialen Zusammenhalts. Zweitens, ich war bei Vernetzungstreffen dieser Orte und kann nur sagen, also eine Vertrauenskultur. Die setzt so eine Energie frei, weswegen das Netzwerk der Wärme nicht nur ein Netzwerk der thermischen Wärme war, in Zeiten steigender Heizpreise, sondern wirklich der menschlichen Wärme. Also, das war Wahnsinn, wie mit ein bisschen Geld, ja, so dann auf einmal. Und die wurden das, die haben gleich angefangen, zusammen Utopien zu spinnen und so weiter. Und das Dritte ist, manchmal kann auch in der Krise ein Gelegenheitsfenster stecken. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle den griechischen Gott Kairos, der hat nur vorne eine Locke und hinten eine Klatze. Und wenn der vorbeigeht, muss man zugreifen, solange man noch die Locke fasst. Wenn der Moment vorbei ist, kannst du so energisch und so klug argumentieren greifen, du rutschst an der Klatze ab. Deswegen, heute jemand sprach jemand schon von Gelegenheitsfändern, lasst uns immer den Kairos-Moment nutzen. Und wenn der gerade nicht da ist, müssen wir es machen wie der Maulwurf und den Boden vorbereiten für die Veränderungen, die dann anstehen, wenn ein solcher Moment eintritt. Dankeschön. Was für eine Keynote wenn man sich so ein Energielevel die ganze Zeit in der Politik vorstellen möchte. Huh? Ich darf dich, Lars, jetzt um deinen Input bitten. Ich freue mich, dass ich hier auch eingeladen wurde, was sagen kann. Ähm ja und auch so ein bisschen habe ich mich natürlich auch gefragt was kann denn jetzt hier mein Beitrag sein sozusagen als Klimaaktivist der letzten Generation und genau denke auch dass es eine ganz wichtige Botschaft ist die wir hier reinbringen müssen was wir schon gehört haben worum es beim ja bei der Klimakrise beim Klimaschutz eigentlich geht was das mit Gerechtigkeit auch zu tun hat und mit Ungerechtigkeiten zu tun hat die gerade laufen und vor allen Dingen aber auch ähm, ja, was für ein unglaubliches Verbrechen ist, was gerade stattfindet. Und da dem hier heute Aufmerksamkeit zu geben, ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Aber nochmal angefangen, ich habe sozusagen bei der letzten Generation angefangen, generell Klimaprotest zu machen und meine Karriere sozusagen als angehender Psychotherapeut auf Eis gelegt. Und momentan sieht es auch so aus, ja, als würde ich das mehr oder weniger beenden, weil ich für mich persönlich nicht den Sinn gesehen habe, diese für mich auch sehr sinnvolle Arbeit zu machen in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Ich durfte in Kassel dann Umweltpsychologie studieren, schwerpunktmäßig. Das war so 2015, 2016 auch. Und dann ja, sitzen wir da eben in der Universität und sehen die Graphen und wo die hin zeigen. Und die zeigen halt alle exponentiell nach oben in die Richtung, wo sie nicht hinlaufen dürfen, wenn die menschliche Zivilisation noch eine Zukunft haben will. Und das ist die Situation, wie wir sie seit 50 Jahren schon beschreiben können, eigentlich, wohin die Reise geht. Wir haben es hier wunderbar gehört. Und das wollte ich nochmal betonen. Da war diese wunderbare Grafik mit der Prognose vom Club of Rome und dann geht es alles so bergauf: ne? Food und Population. Essen und Menschen gehen hoch. Und dann, dann geht Essen und Menschen bricht ein. Und übersetzt heißt das, Milliarden von Menschen werden leiden und elendig verrecken. So. Und. Mit dieser Botschaft sind wir angetreten, als letzte Generation vor den Kipppunkten, weil das ist dann irgendwann nicht mehr aufzuhalten, dass diese Einschläge immer häufiger und heftiger werden. So. Und dann ist auch die Frage, ob es dann den Leuten, wenn sie millionenfach Hunger leiden, ob die dann sagen, ja, unsere Diskurs hier über die Apokalypse sozusagen, ja, nee, Apokalypse ist es ja jetzt noch nicht, das System ist halt volatiler geworden, so im Kurzen. Ne? Das ist. Das ist die Situation. Damit sind wir angetreten, um diese kollektive Verleugnung dieser Situation hier zu durchbrechen. Und das ist auch meine Botschaft sozusagen hier für, für unseren Raum glaube ich auch, vor allen Dingen auch die kollektive Verleugnung von, wir dies doch eigentlich wissen, dies wir seit 50 Jahren beschreiben und die Berichte lesen, aber trotzdem irgendwie noch so ruhig bleiben und irgendwie weiter in der Reihe bleiben und nicht aus der Reihe tanzen. Diese Verdrängung wollten wir unterbrechen und haben das gesagt. Wir leisten jetzt Ungehorsam und machen das ganz friedlich, ganz zivil. Vielleicht kennt ihr die Bilder, wie in den orangen Westen auch sehr pragma aus pragmatischer Natur dann mit dem Sekundenkleber, um eben nicht sofort von den Behörden eingesackt zu werden, sondern damit es auch effektiv ist. Und es war sehr effektiv, auch in der Botschaft, ähm, diese Verleugnung zu unterbrechen und vor allen Dingen natürlich für, für euch hier eigentlich, für die, die wir es doch eigentlich wissen. Und eigentlich wissen, was zu tun ist und auch eigentlich die Lösungen schon sehen und haben und trotzdem passiert aber irgendwie nichts und auch frustriert sind, ne? Natürlich. Ich glaube, das hat sehr gut funktioniert. Wir konnten das an einigen Beispielen sehen. Ich habe da gestern auch schon ein bisschen was zu sagen können bei uns hier in der Gruppe, dass das bei den Menschen auch ankommt. Uns haben 100.000 Menschen bei der Europawahl gewählt, als wir da als ne, kleinen, kleinen polit stand zugegebenermaßen auch dort angetreten sind, um dort das Parlament aufzumischen. 100.000 Menschen, die uns ihre Stimme gegeben haben für unsere Art des Protestes, für unsere Botschaft, die wir in die Gesellschaft getragen haben und natürlich auch mit, ja, mit, dem, mit der Hass und mit der, mit der Häme, die uns entgegengeschlagen ist. Wir haben ein weiteres Beispiel, als die Staatsanwaltschaft München uns 300.000 Euro eingefroren hat, weil sie uns vorwirft, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben, beziehungsweise München ging ja sogar so weit, dass sie einfach online geschrieben haben, wir sind schon eine kriminelle Vereinigung. Wenn Sie an die letzte Generation spenden, machen Sie sich strafbar. Also haben Sie einfach mal den Rechtsstaat komplett über Bord geworfen. Dann haben Sie uns 300.000 Euro eingefroren und in drei Tagen wurden 600.000 Euro an uns gespendet, sozusagen. Also das war für uns natürlich auch ein Zeichen. Da ist diese Unterstützung, da die Botschaft kommt an, was wir eigentlich brauchen. Insgesamt sind es Millionen von Euros, die dafür gespendet wurden, für den ja, für den, Kram, den wir da veranstaltet haben, auf Flughäfen, auf Straßen. Ich habe selber Ölpipelines abgedreht und ähm, das auch, ähm, genau, immer mit Namen und Gesicht das zu tun. Ja, und auch teilweise, ne, ganz wenig, ich durfte jetzt auch ein bisschen was zu äh, den Linken auch sagen beim Landesparteitag der Linken in Hessen, dass auch die Linke da als einzige Partei uns so ein bisschen unterstützt hat. Gregor Gysi hat uns mal verteidigt. Ähm, ne, mich hat eine äh, linken Politikerin aus München aus dem Bundestag im ähm, Gefängnis besucht. Äh, die anderen Parteien waren nicht da, ähm, als wir da waren. Also, aber da sonst ist ja auch sehr, sehr wenig Unterstützung auch sozusagen gewesen. Ähm, genau. Und Jetzt ist die Frage, warum haben wir das dann so gemacht? Ich habe gerade schon gesagt, wegen dem Kontext, weil wir keine normale Situation haben. Ne, kann man sich ja fragen, warum setzen sie sich dem aus, diesem Hass, dieser Häme, wo wir natürlich wussten, der wird kommen, wenn wir da die Leute, die verständlicherweise erstmal total wütend sind, weil sie jetzt sind, weil der Alltag so unterbrochen wird oder sie ihre Urlaubsreise nicht machen können, da aufhalten, ähm, um eben diese Verleugnung zu durchbrechen? Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ja, was für, Men was für Hunderte und Tausende von Menschen auch unglaublich viel Energie und Leidenschaft reingegeben haben, auch Hingabe reingegeben haben. Wir hatten jetzt ähm, zwei Menschen, Ernst und Karl aus München und aus Kempten, die jetzt auch für eine Bewährungsstrafe ohne, ohne Bewährung verurteilt wurden, weil sie die, diese Ölpipelines abgedreht haben. Wir haben Menschen, die wegen, werden wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verfolgt. Es gibt mehrere Haftstrafen schon ohne Bewährung. Und unsere Schwesterkampagnen, die wir in ganz Europa und auf der Welt haben in unserem Netzwerk, sitzen teilweise schon jetzt für Jahre im Gefängnis. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass die Menschen, die die Tomatensauce auf das Gemälde geworfen haben, in London jetzt für ähm, ja, zwei Jahre Gefängnis verurteilt wurden. Menschen, die zu zivilem Ungehorsam aufgerufen haben, selber gar nichts gemacht haben in England, wurden jetzt zu so vier bis fünf Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Also, das ist die Situation, die wir haben. Wir haben auch die politische Situation und das ist ja die politische Dimension hier. Das ist ja, also es ist ja wahnsinnig beschissen, wie es aussieht. So, in Österreich habe ich es jetzt mitgekriegt, natürlich auch in Deutschland ist es unfassbar. Wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr allen Prognosen nach Friedrich Merz als Bundeskanzler haben. Ist die Frage, äh, genau das ist die Frage, wie, wie wir davon ausgehen dass das was werden kann. Ob wir uns noch weiter einreden wollen, dass Reformen ausreichen werden auf diesem Weg. Wer von uns glaubt denn wirklich tief drin daran, dass wir eigentlich mehr oder weniger so weitermachen können und dass wir das dann schaffen können, ohne diese Milliarden von Menschen, die leiden und sterben in der Zukunft? Ich glaube, meine Vermutung ist und auch meine positive Unterstellung, weil ich... Mit meinem Menschenbild, mit dem ich so hier so reingehe und rumlaufe, dass wir das eigentlich alle tief drin in uns spüren und dass es eigentlich so nicht weitergehen kann, dass es eben große Veränderungen braucht, dass es Transformationen braucht, einen Paradigmenwechsel braucht. Und für mich ist da zum Beispiel ein sehr guter Ansatz ja eben dann auch das bedingungslose Grundeinkommen, weil das ja dass er genauso etwas symbolisiert, aber auch ganz faktisch darstellt, wie wir eben Arbeit verstehen, wie wir eine Genau, wie wir Ressourcen und Reichtum in unserer Gesellschaft verteilen und so weiter und so fort. Für mich ist auch ganz wichtig, ich als Psychologe habe natürlich auch, ähm, gut, äh, war sehr, dann inspiriert und angeregt auch durch, den, durch das erste Panel, wo er gesagt wurde, ja, wir müssen die positiven Sachen erzählen, wir müssen auch was anbieten und das positiv frame und da würde ich 100% zustimmen. Aber ein wichtiger Punkt ist hier ganz wichtig, um nochmal auf meinen Anfang zurückzukommen, wir müssen das Kind beim Namen erstmal nennen und diesen Mut zur Aufrichtigkeit haben, dass wir, dass die westliche Welt, der globale Norden, wie man sagen will, tatsächlich so wie er ist, am Ende ist. Da ist ja was dran, wenn wir uns die Grafen anschauen. Das heißt, weil wir eben grundsätzlich, wie wir unsere Gesellschaft organisieren, müssen wir verändern. Sonst wird es, werden es die Katastrophen und die gesellschaftlichen Verwerfungen und der wahrscheinlich aufkommende Neofaschismus komplett verändern. Das ist auch die Botschaft, die wir damals in der Uni gehört haben von unserem Professor, der gefragt hat, ja was glaubt ihr, denn schaffen wir die, wird die Riesentransformation denn passieren? Im Masterstudiengang, also hm, ha, weiß ich nicht, äh, verhaltende Reaktion, hat er gesagt, ja, dann, dann haben sie es noch nicht ganz verstanden. Also die große Transformation kommt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, entweder kommt sie halt eben mit unserem Design, entweder wir gestalten das, oder sie kommt eben als Desaster. Und die Botschaft ist... Und für die politische Dimension bedeutet das, würde ich sagen, die Revolution kommt, ob wir es wollen oder nicht. Und wir können jetzt halt gucken, wie wir sie gestalten. Und diesen Kampf lade ich uns ein, gemeinsam anzugehen und auch wirklich das Kind beim Namen zu nennen und dann aber auch den Mut zu haben, aus dieser Anerkennung heraus, wie, in was für eine Situation wir sind, dass wir aus der Reihe tanzen und dann aber eben positive, menschenfreundliche Angebote machen. Und ja, uns gemeinsam anfangen, wirklich zu organisieren und eine echte Gegenmacht aufzubauen zu dem, was gerade passiert, weil in den aktuellen Verhältnissen, und das ist auch eine Botschaft, die, die ich reinbringen möchte, können wir nicht davon ausgehen, weil die sind nur auf Reformen ausgelegt, die aktuellen Verhältnisse werden wir es nicht schaffen. Dementsprechend müssen wir jetzt anfangen, wirklich uns zu organisieren. Ich denke, das muss mit effektivem Widerstand aus der Zivilbevölkerung passieren, der friedlich ist, der... Aber insofern effektiv ist, dass er nicht ignoriert werden kann. Das haben wir bei der letzten Generation, glaube ich, gut vorgelebt, wie sowas aussehen kann. Das kann man natürlich in ganz, ganz vielen Formen auch noch weiter praktizieren und müssen wir auch, weil wir können es uns nicht mehr erlauben, dass wir in unserer Bubble verweilen. So gut die Inhalte auch sind, die Zeiten müssen wir für beendet erklären. Wir müssen das, was wir jetzt haben, die super Forschung, die super Konzepte zur Kommunikation, zum Framing, zur Finanzierung, die müssen wir jetzt nehmen und wir müssen mutig sein und damit müssen wir rausgehen und uns organisieren, dass durch Widerstand auf die Straße tragen, in die ganze Gesellschaft hinein, dass eine Debatte ausgelöst wird oder, um Martin Luther Kings Worte zu verwenden, eine konstruktive Spannung ausgelöst wird. Wir würden auch sagen, bei der letzten Generation, das muss durch, das kann dann auch... Ähm, Verstärkt werden durch Bürgerräte, die wir propagieren, indem Menschen zusammengelost werden und wirklich auch die Geschicke dieser Gesellschaft, der Kommunen, der Länder bestimmen, wo auch Menschen wieder zusammenkommen, zusammengeführt werden können, ähm, Gräben wieder zugeschaufelt werden können zwischen links und rechts, man sich auch mal wieder annähern kann über ein Thema, über menschliche Verbindungen hinaus und eben auch zusammen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen im Gepäck, um wirklich Arbeit neu zu denken würde ich einen Paradigmenwechsel hinzulegen und uns ja, vielleicht mit diesen drei Punkten zu organisieren. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn wir das zusammen machen. Dankeschön. Hört, hört. Ich möchte mal die Möglichkeit geben, da ein bisschen den Dampf, der abgelassen wurde, auch aufzunehmen. Wer möchte gleich mal eine Reaktion dazu geben? Ja, ich kann gerne mal anfangen. Ich glaube, es ging auch ein bisschen gegen mich. Was mich freut. Ähm, ja, also erstmal zu Beginn, die Klimawandelleugner, die sind jetzt leider im österreichischen Parlament, aber nicht am Podium. Also, das ist schon, schon auch klar, dass, äh, dass der Klimawandel da ist. Und also der Verweis darauf, dass die Tipping Points jetzt nicht, nicht das Ende ist, heißt nicht, dass es äh, nicht, äh, also danach wird es volatil, heißt ja auch nur, es kann schlimm sein und das schnell oder eben dann noch ein bisschen. Okay sein für eine kurze Weile. Also was, was ich da dazu mir jetzt noch gedacht habe, war eben, dass die, die Formen des Protests und wie die gewählt werden und auch die Formen, wie die Politik adressiert werden, ganz, ganz unterschiedlich sind. Also wir haben ja in Österreich einen spannenden Versuch mit dem Klimarat gehabt. Es hat auch meine Partei irgendwie probiert, aus einer Bewegung heraus sich zu gründen in Deutschland, sich komplett entfremdet von den Werten. Ich rede über die Grünen. Und, und sich dann eben eingelassen auf, auf dieses realpolitische Experiment hier. Und hat damit lange auch eine Basis gehabt und kommt jetzt langsam in Österreich wie Deutschland in die Bedeutungslosigkeit oder zumindest wirkt so. Also man probiert den parlamentarischen Weg, man probiert diese, diese Rätestruktur, was wirklich ein spannendes, eine spannende Form der Organisation ist. Die Forschung probiert da eben evidenzbasiert die Politik zu treiben. Also, das merke ich sehr in den Umweltmissionen, dass da auch tatsächlich die Dinge ernst genommen werden und vorgeschlagen werden. Was manchmal frustrierend ist, dass das dann er noch ernster genommen wird, wenn man die Kosten des Nichthandelns erst vorlegt. Man könnte auch von vornherein glauben. Und dann kommt man natürlich zum Schluss: Ja, wenn das alles nicht funktioniert, dann muss man protestieren. Und ich finde das wahnsinnig mutig und unterstütze das und welche Form des Protests da, da angemessen ist, also die Leute, die sagen, jetzt wo der sich hinklebt, bin ich auf einmal bin ich auf einmal gegen, äh, ja, dass die Krise hier angegangen wird, ja, die hätte man eh schon verloren. Ja, ja magst du ergänzen? Also ich bin ja eine Freundin der Kontroverse, habe da auch schon bei Grundeinkommensdebatten in der Schweiz mir eine blutige Nase geholt, weil ich dann doch lernen musste, dass sozusagen, was ich so als freundliches in Frage stellen lernte, dann schon als ganz großer Angriff war. Ähm, insofern, ähm, allerdings kann ich jetzt an der Stelle gar nicht so sehr Zunder reinbringen in die Diskussion zwischen uns, weil für mich die Frage, also du hast jetzt ein bisschen so die quasi eher nicht über Reform zu reden, sondern über Revolution zu reden, da würde ich immer sagen, um, angesichts der Tiefe der Krisen, die auf uns zukommt, ähm, stimmt ja die Analyse. So ich finde es nur, also es ist halt ein bisschen äh, wo akademische Diskussion, ob man jetzt sagt, bist du eher dafür oder dafür, das hängt ja immer von der Situation und vom Möglichkeitsrahmen ab. Ja? Also ähm, eine Revolution auszurufen, wo dann niemand folgt, ist halt so ein bisschen komisch. Und meine, meine Philosophie war immer, dort wo man ist, muss man den Handlungsrahmen, den es dort gibt, ausnutzen und die Grenzen davon immer weiter verschieben. Und es ist dort, wo man gerade ist, sei es beruflich oder privat oder, oder ist halt sehr unterschiedlich. Ja? Also ich würde zum Beispiel erwarten von äh, Journalisten, erwarte ich gar nicht, dass sie zu einer Revolution aufrufen ich einen ganz bescheidenen Anspruch, dass sie bei der Art, wie sie Wahlergebnisse kommentieren, nicht anfangen, die Deutungsmuster der Rechten sich zu übernehmen. Und das heißt nämlich, wer heutzutage nicht Ausländer rausschreit, gilt als abgehoben. So, wenn sie das nicht übernehmen, das wäre schon revolutionär, ohne dass eine Revolution ausgerufen wird. So, ja. Von jemand in der Regierung erwarte ich, dass sie erstmal ihren Job gut machen und dann schauen, was sie noch darüber hinaus machen, um die Verhältnisse woanders hin äh, verschieben, ja. Und dass man zum Beispiel, glaube ich, die Art, wie mit Klimaklebern in Berlin umgekehrt Gegangen wurde und jetzt unter Schwarz-Rot umgegangen wird. Es gibt natürlich eine Unabhängigkeit der Gerichte, wo die Regierung nur kaum eingreifen kann, aber es gibt einen gewissen anderen Ton im, im, im Umgang und auch in der Praxis und so weiter. Und ähm, insofern würde ich sagen: immer jeder an der Stelle und wann es eine revolutionäre Situation gibt, die übrigens dann auch eine progressive sozial-ökologische Transformation zur Folge hat, da müssen wir in der Situation handeln, wenn die da ist. Ja? Ich würde gerne mal so eine kleine äh, provokante These mit euch diskutieren. Wer von euch, also wir haben ja hier einen Vertreter der Wissenschaft, eine Vertreterin der Praxis, der Politik und einen Vertreter der Zivilgesellschaft auf dem Panel. Wer ist sozusagen in charge? Wer ist the Leader? Es gab mal eine Zeit, da hieß es sozusagen Follow the Science. Ne? Da hat man gesagt: So, wir sind da vorne, wir forschen an der vordersten Front und wir wissen, wo vorn und oben ist. Es gab auch mal die Zeit, wo die Politik gesagt hat, ja, wir wissen, was gut ist für das Volk, ne? wir denken uns das aus und verkünden es dann, wenn wir es uns ausgedacht haben. Und jetzt tritt sozusagen immer mehr auch der zivilgesellschaftliche Protest, der Ungehorsam, um nicht das Wort Revolution in den Mund zu nehmen, in den Vordergrund. Wer ist sozusagen vorne und wer folgt? Bitte. Ich komme aus Dresden, da ähm, kann ich montags lange Zeit äh, nach eigenem Bekunden das Volk geführt. Das war ein Pegida. Ähm, und äh, also will nur sagen, ähm, wer an welcher Stelle folgt. Ich würde die Frage gerne umdrehen, nämlich, ähm, was müssen wir tun, um die Ziele, wo wir uns einig sind, dass die vorankommen? Und da wäre wieder meine Antwort: jeder dort, wo er ist, hat die Pflicht, das Bestmögliche rauszuholen und am meisten im Sinne, diese Ziele zu bewegen. Und es kann in ähm, jeder Situation unterschiedlich sein. Was? Das ist glaube ich genau, schwer, eine einfache Antwort zu finden, die ich jetzt auch gerne auch hätte. Ähm, ich glaube schon, so ein bisschen in Abgrenzung vielleicht zu, zu dem, was du gesagt hast, Katja, dass, ne, also wenn ich, ich könnte jetzt auch als Psychotherapeut ja sozusagen... Da auch gute Arbeit machen, aber ich glaube nicht Arbeit, die wirklich jetzt so fundamental an den Verhältnissen rüttelt, wie wir es eben brauchen und wo ich mich einbringen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns fragen, was ist jetzt gerade meine Verantwortung in dieser Situation, mein Handlungsspielraum und den auch wirklich, ja, ausreize aber auch wirklich außerhalb des ja der reihe sozusagen also aus der reihe zu gehen und wirklich auch dann den mut haben damit auch irgendwie anzuecken ich glaube und damit sind wir auch angetreten dass wir am ende wenn wir eine gesellschaftssituation haben die, die ist nicht auszuhalten weil sie unerträglich ist ethisch so dann machen sich menschen auf den weg und nehmen das nicht weiter hin das haben wir immer wieder in der geschichte gesehen und für mich Persönlich und für viele bei der letzten Generation, ich glaube ganz viele, die sich jetzt auch in der Klimabewegung engagieren, ist das jetzt auch schon so im Gefühl? Weil ich, ich habe gerade versucht zu beschreiben, warum ich das so fühle. Und ich glaube, dann müssen wir uns aufmachen. Dann müssen wir auch vielleicht, wenn es schmerzhaft ist, ich für mich ist es sehr schmerzhaft, mir würde ich vorzustellen, ja, wird das jetzt vielleicht nichts mehr mit der Psychotherapie? Das war doch immer mein Plan und meine Idee. Dann müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen von dem auch trennen in einem schmerzhaften Prozess, was wir glauben, wie unser Leben so geplant war eigentlich für uns, und dann voranzugehen. Und dann war es, glaube ich, auch schon immer so, dass eine, wenn eine kritische Masse an Menschen sich aufmacht, die ist am Anfang immer klein und unbedeutsam, aber entschlossen und hingebungsvoll und auch unnachgiebig, im Sinne von: Nein, ich nehme, ich akzeptiere das nicht weiter. Ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, ich nehme das nicht weiter hin und sich dann aufmacht. Dann kann Großes passieren. Dann kann, können Kräfte freigesetzt werden, die man sich vorher noch gar nicht vorstellen könnte. Und gesellschaftliche Situationen entstehen, sogenannte soziale Kipppunkte passieren. Ähm, und alles, ja, ist plötzlich anders und besser, was vorher gar nicht möglich erschien. Und ja, da, da, dazu, würde ich, dazu würde ich aufrufen, da nachzuspüren. Ähm, und sich dann einfach aufzumachen, ohne zu wissen, ob es gut ausgehen wird, aber mit einer Überzeugung zu dem, dass es das Richtige ist, was wir jetzt tun müssen. Ich würde gerne den Gedanken aufgreifen und ähm, eine Fragestellung für uns alle ähm, dazu mit aufgreifen, weil die mich echt umtreibt. Weil ich finde, es ist unglaublich schwierig für einzelne positive soziale Themen eine echte Mobilisierung hinzubekommen. Also Kompliment. In der Schweiz ist das mit, einem Volks, mit einer Volksbefragung gelungen bei einem Thema. Was man das zwar nicht ganz gewonnen hat, aber da hat es immer eine Mobilisierung gegeben. Wir haben aber die Beobachtung gemacht, wenn immer, also wir haben zig Bündnissen, haben wir immer wieder versucht, eine soziale Verbesserung irgendwie zu was zu machen, wo du Leute mobilisierst. Und es ist ganz, ganz schwer gewesen, das hinzubekommen, weil es irgendwie alle sagen, sie sind dafür, aber es passiert nicht. Und wenn man jetzt sagt, wie würde jetzt ein geeigneter Dissidenter, Widerstand aussehen dagegen, dass uns das Grundeinkommen verweigert wird. F ist finn's wirklich eine ungeheuerlichkeit? So ja? Gute ähm, Frage. Ja, Frage. Also, wir, also ich weiß, wenn man für die Verkehrswende ist, wo man äh, sich ungefähr habe ich, hab ich Fantasien, wo man es äh, sich festklebt. Wenn man gegen Petrokapitalismus ist, äh, weiß ich, was man abdrehen muss. Ähm, wo ähm, machen wir jetzt sozusagen deutlich: Wir wollen, ähm, wir lassen uns die Verweigerung des Grundeinkommens nicht länger gefallen. Müssten wir jetzt so eine Sage ich mal, so eine Steueroase wie Liechtenstein ähm, irgendwie besetzen und sagen, solange hier die, ähm, die Briefkastenfirmen hinwandern können, wir das nichts mit der Steuergerechtigkeit. Und wo wäre in Liechtenstein der geeignete Ort, sich dann festzukleben? Zum Einmarsch aufgerufen. <laughs> Na, ich möchte vielleicht ähm, letzte Frage, bevor wir dann ins Publikum gehen, eine, eine These äh, formulieren. Wir haben ja hier die zwei größten Fragen, die uns als Menschheit gerade bewegen. Zum Thema dieser Konferenz gemacht. Und meine These ist, wir haben beim Klimaschutz sehr harte Folgen, die wir jetzt beobachten können. Hochwässer, Brände oder wenn ich, was er sich als Tourist mir Athen ansehen will, um die Mittagszeit kollabiere ich wegen der Hitze. Also, es ist wirklich sehr nahe, sehr erlebbar, was es bedeutet, im Klimawandel drin zu sein. Aber ich habe eine sehr diffuse oder unkonkrete Vorstellung von dem, wie ich mein Leben diesbezüglich zu verändern habe, weil was wirkt denn das schon konkret? Beim Grundeinkommen verhält es sich umgekehrt. Ich habe eine sehr konkrete Vision, wie ein Leben mit Grundeinkommen aussieht. Und zwar, das fängt an mit einem anderen Kontoauszug. Und ich weiß auch, was ich mit dem Geld machen würde, wenn ich es denn hätte. Aber umgekehrt ist kein Druck da, das Grundeinkommen jetzt... Äh, Heute statt morgen zu fordern, weil ich kriege ja eh noch irgendeine Förderung oder irgendein Sozialhilfepaket oder irgendein Corona-Lastenausgleichscheck, whatsoever. Jetzt denken wir das mal zusammen. Wir hätten die, das konkrete Versprechen an eine bessere Zukunft durch das Grundeinkommen... Und die konkrete Handlungsaufforderung durch die Katastrophen, die uns der Klimawandel täglich in die Medien beziehungsweise bis vor die Haustür spült. Was macht das mit euch? Wir wollen ja umgestalten. Ist das ein Weg, das zu vernetzen? Lars, ich habe es nicht genau verstanden. Was, was genau vernetzen? Du hast mit dem Grundeinkommen eine sehr ähm, für dich individuell wahrnehmbare Verbesserung. Ne? Also du kannst dir vorstellen, was 1000 Euro im Monat oder 1500 Euro für dich, für deine ganze Familie, für deine Umwelt an Veränderung in deinem Alltag bringen könnte. Das heißt, das, was dir beim Klimawandel fehlt, ne? was ist dein Impact, wenn du jetzt dein Leben änderst, änderst für dich, das ist weniger konkret wie der Impact, wenn du ein Grundeinkommen hättest. Das heißt, diese Stärke der Vision, die das Grundeinkommen liefern kann, mit der Stärke der Symptome, die der Klimawandel dir bringt, äh, verbinden zu einem Aktivismus, zu einer konkreten ähm, politischen Forderung. Ja, lass uns das machen. Das, ist, das, klingt, das klingt richtig gut, weil klar, Klimawandel, Klimakrise, Apokalypse, oh Gott, alles geht unter. Und dann kommt auch die Schockstarre, wenn ich eben keine Alternative mir vorstellen kann. Und dann komme ich in die Abwehr rein und ja, aber geht doch nicht und ja, aber China. Aber wenn ich wirklich da was anbiete, was, was greifbar für mich ist. Und da finde ich das Grundeinkommen so gut, beziehungsweise generell auch spannend, bei dem Thema Arbeit anzusetzen. Gab es doch jetzt wieder in, der, in den Medien so ein bisschen, acht Millionen Deutsche haben innerlich schon gekündigt. So, die sitzen da, die wissen, wir haben überhaupt keine Aktien in dem, was sie da tun. Aber die machen das halt, weil sie haben ja ihre Stelle irgendwie 40 Prozent aller Angestellten in Deutschland finden es okay, ab, ab und an mal blau zu machen, so weil ne, so nach dem Motto mein Chef ne, kann muss mal ein bisschen mehr machen. Also da wirklich mal anzusetzen, weil das ist für alle Leute so greifbar diese Arbeit, auch diese teilweise diese Entfremdung von der Arbeit, ähm, aber natürlich auch die Gängelung, dieses äh, ja wenn du nicht arbeitest, bist du nichts wert. Ähm, da wirklich zu, darüber wirklich zu gucken, eine andere Gesellschaft aufzubauen und dann auch endlich mal ja vielleicht auch so ein bisschen diese Klimabubble ähm, zu verlassen. Ähm, weil das ist schon, glaube ich, echt was Spezielles, den IPCC-Bericht überhaupt zu lesen und diese Grafen sich reinzuziehen. Das ist, glaube ich, schon nicht so normal und sich davon auch noch so emotionalisieren zu lassen, dass es einen dann auf die Straße treibt. Das ist auch eher was Spezielles, was uns, glaube ich, hier so umtreibt und das müssen wir echt mitbedenken. Und dafür ist so Arbeit, Grundeinkommen, glaube ich, ein wunderbarer, wunderbarer Hebel. Danke, Katja. Wem siehst du das? Also, ich benutze diese App nicht, aber ich kenne Leute, die sie benutzen bei Tinder. Kennt ihr das? So eine, ja. Ja. Also, wo Singles andere Singles so finden können, um sich für einen Abend zu verabreden oder um danach zu heiraten und für immer glücklich zu werden. Also, auf jeden Fall, bei dieser App würde man sagen: It's a Match. Grundeinkommen und Klimaschutz. <laughs> Also ich würde erstmal später überprüfen, ob ich die Karte oft finde. Ähm, aber aber abgesehen, abgesehen davon teile ich Ihre Meinung, dass es ein absolutes Match ist. Also dass man dass das als Teil der Lösung sehen kann. Also dass die Klimamaßnahmen mit Verwerfung einhergehen können, wie es immer in Transformationen ist, der Fall ist. Und dass man dafür auch direkt... Antworten parat haben muss. Wir werden später auf dem letzten Panel nochmal verschiedene Antworten auch der Finanzierbarkeit darauf eingehen. Also dass, äh, dass es nicht, nicht mehr in so einer Utopiefalle landet, sondern direkt umsetzbar ist. Also dass das greifbar wird. Und das BGE ist dafür eine der Antworten. Es gibt auch andere, die hier und da mehr oder weniger überzeugen. Aber ich finde, das BGE wäre ein gangbarer Weg, auf jeden Fall. Die Fragen des Publikums. Ich brauche wieder einen Mic Runner. Ja, dann darf ich dich bitten, ein Mikrofon fürs Publikum zur Verfügung zu stellen. Boah, jetzt war die alle schnell. Okay, ich nehme mal den Costa, dann den Werner und dahinter die äh, Uschi. Okay. Ähm, ich habe eine Frage an die Runde und auch also was mir so ein bisschen auffällt bei der Veranstaltung ist, ich habe ein bisschen den Eindruck, wir sind alle relativ privilegierte Leute. Ich habe den Eindruck, es ist auch sehr handwerklich mäßig hier. Also ich würde mal die Unterstellung machen, dass der Größteil in diesem Saal noch nie eine Baustelle von innen gesehen hat. Ähm, und ich frag mich, ich, also für mich wegen dieser ganzen bedingungslosen Grundeinkommen-Events, wo ich bis jetzt gewesen bin, als so einen Zeitvertreib für Leute, die genug Zeit und genug Geld haben, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und irgendwie habe ich das den Eindruck, wir müssen das inklusiver machen für Menschen, die nicht privilegiert sind. Und frage mich halt, woran das scheitert. Und habe den Gefühl, dass es ein Luxus, sich über bedingungsloses Grundeinkommen Gedanken zu machen. Daher ist so ein bisschen kein konkreter, äh, konkreter Vorschlag, aber mein Input, wir sollten inklusiver werden für Leute, die nicht so privilegiert sind wie wir. Werner und dann dahinter. Ja, genau, das ist, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, warum wir seit 20 Jahren in unserer Vorstellung vom bedingungslosen Grundeinkommen zu den vier Kriterien immer ein Fünftes hinzufügen. Für alle, die hier sind. Und damit ganz offensiv dieses Thema ansprechen, dass auf der Welt eine ganze Menge Menschen nicht nur von einem bedingungslosen Grundeinkommen, sondern von dem Minimalsten zum Leben weit entfernt sind. Die Bewegung, die du angesprochen hast, die unter Einsatz aller Energie und alles Wollens und Könnens bis hin zu ihrem Leben, um diese Verbindung Hört endlich auf, die Welt zugrunde zu richten und hört endlich auf, unsere Leben äh, sozial, ökonomisch aufs Spiel zu stellen. Diese Bewegung gibt es ja. Die ertrinken jeden Tag tausendfach, äh, na, tausendfach am Tag nicht, aber tausendfach jedes Jahr im Mittelmeer und an anderen Stellen. Die bewegen sich über Grenzen, gegen die der eiserne Vorhang im Kindergartenzaun war. Ähm, und eine Vorstellung von einem bedingungslosen Grundeinkommen muss natürlich, selbstverständlich, eine Vorstellung sein, von der die Menschen, die sie vertreten, auch überzeugt sind, die ihnen etwas gibt. Keine Frage, ich kritisiere nicht, beteilige mich selber immer und überall an diesen Diskussionen, dass wir hier mitten in Europa darüber diskutieren, wie machen wir unser Leben noch besser. Das finde ich einen vollkommen richtigen und notwendigen Ansatz. Aber, dabei so zu, zu, zu tun, als könnten wir ein Projekt eines bedingungslosen Grundeinkommens oder auch das Projekt der Klimarettung in Europa betreiben und nicht als globales Projekt betreiben müssen, da würden wir uns wirklich was vormachen. Ich glaube, es ist unbedingt notwendig, die Grundeinkommensdebatte tatsächlich so zu verstehen, wie man sie nur verstehen kann dass nämlich ein halbwegs anständiges Leben ein Menschenrecht ist. Und das gilt für alle und überall auf der Welt und auch zu allen Zeiten. Da kann man nicht sagen, wir fangen mal bei uns an und dann gucken wir, wie es weitergeht, sondern dieselbe, ähm, dasselbe Engagement, dieselbe Ernsthaftigkeit, Lars, die du eingefordert hast für die Klimabewegung hier, und das teile ich sehr, wie du es gesagt hast, diese selbe Ernsthaftigkeit muss uns auch, mit den äh, zu Tode gebrachten Menschen überall auf der Welt verbinden? Ähm, also, ich habe ja schon öfter mit anderen Menschen zusammen bei diesen Fridays for Future Demonstrationen mit Grundeinkommensplakaten gestanden. Einfach, weil wir immer schon das Gefühl hatten, das gehört irgendwie zusammen oder so haben wir die Berechtigung. Aber man fühlte sich natürlich immer so ein bisschen. Ah, jetzt ist da eine andere Demonstration, jetzt kommst du mit dem Thema, gehört nicht so richtig dazu. Ja. Deshalb meine Frage an dich. Also, wäre denn wirklich es denkbar, dass man aus der Grundeinkommensinitiative mit euch zusammen auf die Straße geht, mit, also mit abgesprochenen, was ich, Parolen oder wie auch immer, also, dass das wirklich von euch auch gewollt ist, sichtbar, dass wir sozusagen dazugehören? Wäre das für dich eine Option? Ja, ja, ich meine dich. Ja, also prinzipiell auf jeden Fall vorstellbar, diese, diese Kämpfe miteinander zu verbinden. Und das haben wir ja eigentlich auch schon immer versucht, ne, mit ganz vielen Initiativen äh, zu machen. Ähm, ja, und äh, gerade wenn man dann ja, sich also überlegt, möchte man das wirklich nach vorne stellen, dann bietet es sich das dann natürlich auch einfach an. Ähm, Genau, da richtig, ja, da richtig reinzugehen, das nach vorne zu stellen, aber damit auch in die Konfrontation zu gehen, auch immer in die, in die Polarisierung zu gehen, den, den, den Kopf aus dem Fenster zu halten, wo auch Gegenwind herrscht. Das ist deswegen immer auch so mein Appell, zu diesem, zu diesem Mut aus der Reihe zu tanzen, weil ich glaube, da kommt man nicht drum rum, wenn man, wenn man den Kampf annimmt. Das wird nicht ganz gemütlich äh, zu Hause und man denkt sich ein ganz cleveres Framing aus und dann erzählt man das und dann verstehen es alle. So einfach wird es wahrscheinlich nicht werden. Das wäre auch historisch echt außergewöhnlich. Ähm, Genau, ja. ja ich, also Werner hat ja die ganz wichtige Dimension reingebracht in der Tat. Man schafft eine neuen egoistische Abschottung, wenn man es jetzt nur für globalen Norden oder für die westliche Welt ähm, denkt. Zur Geschichte der Grundeinkommensbewegung gehört auch und ich glaube, die meisten hier wissen es, aber weil wir ja vielleicht auch ein bisschen in die Öffentlichkeit übertragen, will ich ja mal einen kleinen Werbeblock dafür machen. Es gibt ja auch ein weltweites Grundeinkommensnetzwerk. Und als ich zum ersten Mal auf diese Debatte gestoßen bin, hatte ich den Eindruck, in der Tat, das ist was so für Akademiker im Westen. Und dann, wenn ich in Brasilien auf einen Senator getroffen, der dadurch inspirierten Anti-Hunger-Programm gemacht hat, wir hatten in Namibia ähm, endlich mal ein Hilfsprojekt, was eben nicht auf Bevormundung, sondern ähm, sozusagen selbstermächtigung ähm, gesetzt hat. Ähm, und ähm, ich war in Südkorea auf einer Tagung, wo das auch wiederum Sachen inspiriert hat. Also das muss man vielleicht immer noch mal stärker hervorstellen. Bis hier auch zu kurz gekommen, nehme ich auch selbstkritisch an. Aber ich will nur sagen, es ist es ist drin und es soll halt überall weltweit die Diskussion machen. Was jetzt nicht passieren darf ist, und das willst du ja auch nicht, Werner, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, was nicht passieren darf ist, dass man sagt, na, solange es nicht weltweit eingeführt ist, machen wir hier jeweils nichts. Das wäre so ein Gefangenendilemma, weil dann warten alle, bis es weltweit auf einen schlagt. Das wird nicht überall gleichzeitig passieren, solange wir nicht ein Weltparlament haben. So. Und wenn wir jetzt aber warten, bis wir das Weltparlament, wenn es auch nur mit der Durchsetzungskraft eines Grundeinkommens eingeführt haben, so das sind wir zu so viele Jahre, bis wir alle in den Genuss des Grundeinkommens. Deswegen ähm, immer das Ziel überall und jeweils dort äh, sozusagen, wo es geht, machen und die weltweiten Sachen befördern. Und noch ein Punkt, ob wir ähm, zu privilegiert sind dafür. Also wir sollten also, ähm... Um naja, wer Abgeordnete ist, äh, äh, war äh, natürlich. Ähm, aber wir wollen uns ja nicht vorwerfen, was wir sind, sondern vom Praxisanspruch her. Und da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung von zwei Jahrzehnten sagen: Ich habe das Grundeinkommen diskutiert bei Open Mikes in Plattenbaugebieten in Ostdeutschland, im, im Erzgebirge, wo richtig sozusagen auch Rechte zu Veranstaltungen gekommen sind, die gekommen sind, weil sie über Geflüchtete herziehen wollten. Dann haben wir das Grundeinkommen zum Thema gemacht und die hatten einfach nichts beizutragen zu der Diskussion. Und der der ganze Raum war auf einmal leidenschaftlich pro Kontra-Grundeinkommen und die Rechten, die dort sonst immer das dominiert haben, waren auf einmal an den Rand gedrängt, weil alle waren damit beschäftigt, sich vorzustellen, was passiert mit ihrem Leben, wenn es das Grundeinkommen kommt. Das waren die waren auf immer so, ja, das kannst du ja morgen wieder bringen, deinen rassistischen Kram. Jetzt will ich mir dazu Gedanken machen, so. Und es war, es also will nur sein, das ist nicht einfach eine elitäre Debatte. Man kann damit in jeder Situation an Straßenbahnhaltestellen, in Plattenbaugebieten, in der Dorfkneipe und, und, und äh, diskutieren. Und das setzt was in Bewegung. Du hast vielleicht nicht überall sofort Zuspruch, aber was du hast, ist, dass die Fantasie der Menschen Futter bekommt und ein Denken in Alternativen möglich wird. Und das ist eine ganz starke Stärke der Debatte. So, weitere Fragen. Da war, ähm, war der, der Herr mit dem, äh, mit dem Schnauzbart, dann der junge ähm, Student da hinten und hinten der Daniel, die drei und dann wieder eine Antwortrunde. Ja, also diesen Satz, wir warten mal, was kommt, und dann schauen wir, das kann ich wirklich bald nicht mehr hören. Lars spricht mir das vollem Herzen. Ich habe jetzt eine junge Flüchtlingsfrau aus Afghanistan bei mir zu Hause, die soll zurückgeschafft werden nach Griechenland. Wahrscheinlich muss ich auch zivilen Ungehorsam machen. Wenn die Gesetze, Bertolt Brecht sagte, wenn das Unrecht zu Recht wird, dann gibt es nur noch den zivilen Ungehorsam. Und bin noch nicht ganz fertig. Ich finde auch, dass es eine Luxusdiskussion ist, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Josef Bruser sagte, wir haben einen solchen Überfluss, wir müssen ihn jetzt nur ein bisschen gerechter verteilen. Dieser Begriff Überfluss bezieht sich auf etwa 5 Prozent oder vielleicht noch weniger der gesamten Weltbevölkerung. 90 Prozent oder mehr können nur im entferntesten davon träumen. Die globale Dimension, die müssen wir die dürfen wir nicht aus dem blickfeld verlieren heute während wir hier diskutieren bis heute abend im verlaufe dieses tages werden 10000 kinder gestorben sein weltweit weil sie nicht genug zu essen haben und das ist nicht ein zufall das ist die direkte folge eines wirtschaftssystems indem die Güter nicht dorthin gehen, wo sie gebraucht werden, sondern dorthin, wo man damit am meisten Geld verdienen kann. Wir sind alle mitverantwortlich für diesen Tod in heute von 10.000 Kindern. Und da können wir noch lange über dieses bedingungslose Grundeinkommen diskutieren. Das Dürfen wir, wir, müssen, wir müssen einfach immer mehr wieder sehen, wie es schon gesagt wurde, die globale Dimension. Es können nur alle glücklich sein oder niemand, aber nicht Einzelne auf Kosten anderer. Also, wir haben jetzt auf der einen Seite gehört, dass wir nicht vorrangig das Individuum in die Verantwortung ziehen sollten, und auf der anderen Seite eben den Appell gehört, dass es dann doch die Individuen sein sollen, die sich organisieren. Und meine Frage in die Runde ist jetzt, wie wir diesen Dissens auflösen können und welche Rolle die Politik darin spielen soll oder kann, um dann die Verantwortung eben letztlich nicht bei den Individuen hängen zu lassen. Ich habe eine Frage an euch alle drei. Vielen Dank für die für die sehr guten Beiträge. Und ich finde auch, wir wollen versuchen, das Kind beim Namen zu nennen. Also folgende Frage an euch drei: Stellt euch vor, ihr könnt in der Schweiz eine Volksinitiative auf den Weg bringen. Welche Frage würdet ihr stellen und wie würdet ihr diese Frage stellen? Also äh, was für eine Volksinitiative würdet ihr gerne sehen in der Schweiz? Dort können wir es tun. Das ist eine verführerische Frage. Wenn wir einen Zauberstab hätten, was würden wir uns denn wünschen? Also ja, ich würde einfach mal diese ökologische Frage sozial beantworten, äh, Konzeption hernehmen und mir überlegen, wie man das BGE konkret in so ein Modell der Klimaanpassung einspeisen kann und das zur Initiative stellen. Um auf Dani zu antworten, ich würde es so machen wie in Irland, als man das Recht auf Schwangerschaftsabbruch zur Abstimmung gestellt hat. Die haben nämlich einen Bürgerinnenrat ins Leben gerufen, der hat in einer, also hat sozusagen mit öffentlicher Bekla also Bürgerinnenrat heißt ähm, sozusagen, dass durch Zufallsprinzip Menschen aus unterschiedlichen sozialen, migrationsgeschlechtermäßigen, weiter Einkommensgruppen aufgeteilt zusammenkommen, sich beraten und dann ein konkretes Modell oder eine konkrete Fragestellung entwerfen. Und zwar nicht vom Parteienproport, sondern direkt aus der Mitte der Bevölkerung heraus. Das ist dann in Irland zur Abstimmung gestellt worden. Und in einem zutiefst katholischen Land ist es dann gelungen, das Recht der Frau auf ihren Körper sozusagen deutlich zu stärken, womit am Anfang niemand gerechnet hätte. Und das, so würde ich auch eine Volksinitiative hier einleiten, um zu sagen, der Vorschlag, der jetzt kommt, kommt direkt aus der Mitte der Gesellschaft. Boah, das ist echt, echt schwer. Also bei mir persönlich. Habe ich gedacht, boah, keine Ahnung. Aber dann kam ja wieder, wir wir sagen das ja immer mit den Bürgerräten. Ich finde es super spannend, wenn man einen Querschnitt aus der Gesellschaft zusammenlost. Ähm, jetzt hier in der Schweiz und äh, dann sollen die einfach mal sagen, was sind denn die Themen, die euch beschäftigen? Und dann werden die wirklich informiert über diese Themen und dann können da informierte Entscheidungen. Ne, ne, man kommt vorher zusammen, man spricht über die Themen. Dann als Querschnitt, wo Rechte drin sitzen, wo Linke drin sitzen, Konservative und so weiter. Ähm, Genau, was zur Abstimmung bringen, sozusagen gerichtet, weil die sich halt schon vorher damit beschäftigt haben, mit verschiedenen Perspektiven drauf geschaut haben. Und dann kommen wir vielleicht wirklich mal als Gesellschaft progressiv weiter, ohne uns an dem Thema immer schon die Köppe einzuhauen, weil es vorher schon mal von einem Querschnitt durchbesprochen wurde und dementsprechend wirklich die Perspektiven, die Ängste, die Bedürfnisse, die Fragen eingearbeitet wurden. Also technische Antwort leider. Ähm, und zu der Frage mit dem Individuum finde ich auch super spannend, weil ja, das ist ja irgendwie so ein Spannungsfeld, das sich dann auftut, von daher voll, voll gut beobachtet, finde ich. Und ich würde da auch diesen Punkt nochmal einhaken, den du gesagt hast, David, mit, ja, wenn das mit dem, die individuelle Verantwortung aus, ja, was ist das Interesse dahinter, sozusagen, wenn ich gucke, ah, okay, dieser ökologische Fußabdruck, der kommt aus der Ölindustrie, dann kann ich relativ schnell mir erklären, ah, das Interesse daran ist eigentlich, dass, dass die eben schön weitermachen können und wir uns die Köpfe einhauen. Da, das würde ich sagen, dann sollten wir nicht das Individuum in die Pflicht nehmen, aber wenn wir unsere gesellschaftliche, unsere Verantwortung sozusagen wahrnehmen wollen als Bürger, Bürger und Bürgerinnen dieses Landes, als die ja auch im Sinne der Aufklärung irgendwie eine Verpflichtung hat vor, vor Ethik und Moral, vor unserem Grundgesetz, vor unseren Werten, sich dann wirklich zu fragen, was. Was ist jetzt meine Aufgabe? Was ist jetzt meine Verantwortung? Und da wieder im Individuum zu gucken. Aber das ist sehr, sehr, das ist ein innerer Prozess. Der beschäftigt sich gar nicht so am Äußeren. Und dann können wir nämlich auch zusammenkommen. Sei es jetzt, ob man jetzt irgendwie, genau, ein SUV fährt oder halt doch nochmal in Urlaub fliegt irgendwie und die andere Person aber gar kein Fleisch mehr isst. Dann kann man halt trotzdem noch zusammenkommen. Aber wenn man das immer an den äußeren Faktoren ähm, aufzieht, dann hat man vor, im Vorhinein schon immer Gräben, die uns trennen. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, sich dann eben auch gemeinsam zu organisieren, für eine bessere Welt zu kämpfen. Ähm, ja, das wäre so mein Versuch, der, das Spannungsfeld äh, zu beantworten. Auch nochmal Chapeau zu der Frage. Wir hatten kurz einen kurzen kleinen Austausch zwischendurch, wo wir schon merkten, das haben wir jetzt so ein bisschen ähm, vernachlässigt. Diese, da fehlt noch irgendwas bei dem Match, was ich schon bei Tinder so als Traumpaar ausrufen wollte. Ähm, also Chapeau, ja, sofort. Ich ich kann jetzt auch Miss einfach machen und sagen das löst man dialektisch ähm, aber okay es hilft uns jetzt auch nicht weiter also womöglich muss man da schon noch was drittes dazu holen so und, aber, hm. aber einen Dreier sozusagen ja das wollte ich, ich wollte es jetzt nicht übertreiben aber ich habe die Steilvorlage gegeben ja Culpa nee aber die Frage ist nur wie nennt man das dritte das, also alle Begriffe die mir jetzt spontan einfallen haben halt nicht so richtig Sexappeal also irgendwie Regulation, Wirtschaft so umsteuern weil Du hattest es so schön an deinem Anf am Anfang bei dir drin. Ja, es ist eigentlich eine Erfindung, es zu individualisieren. Dem muss man was entgegensetzen, ohne sich selber aus der Pflicht zu nehmen. Nächste Denkaufgabe für uns. Wir müssen den Begriff für den Dritten im Bunde finden. Ich gebe dem Publikum noch eine Runde Fragen zu stellen. Der Hans hat hinten schon lange aufgezeigt. Da, na, du warst schon mal dran. Dann geben wir dem Michael Adler ein Wort und noch Wen Jungen vielleicht. Danke. Ich fange da an, dass gestern jemand gesagt hat, wir hätten das noch nicht genug verbreitet, die Idee des Grundeinkommens. Viele wüssten das nicht. Katja Kipping hat eben deutlich gemacht, von Brasilien über Australien bis Deutschland bis Namibia sind Beispiele des Grundeinkommens in Bewegung und unsere Aktion in Deutschland. Da im Bundestag oder für den Bundestag das zu machen und wählen zu dürfen, hat dazu geführt, dass in Deutschland keiner sagen kann, wir wissen nicht, was BGE ist. Danke. Aber ich möchte da anfangen und sagen: Ich bin Landwirt. Ich bin 50 Jahre herkömmlicher Landwirt gewesen, Massentierhaltung. Ich bin 10 Jahre Landwirt. Als Biolandwirt gewesen und gehöre jetzt als Rentner einem CSA-Hof an gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft. Jetzt kommt meine Einlassung. Wenn wir als Landwirte nicht Klimaschutz wollten, passenden Wind, passenden Regen, passende Sonne, dann gehen immer mehr Höfe kaputt und das ist ja so. Einige vertrocknen, einige versaufen, andere... Äh, gehen im Sturm unter, wenn ich an Amerika denke. Das führt dazu, dass ich klar machen kann, wenn ich als Tierhalter kein Grundeinkommen meinen Tieren gebe. warmes warmen Stall, also Wohnung, satt zu essen, wie wir das auch brauchen, also Punkt 2. Drittens alles schön im Rahmen halten und viertens gesellschaftliche Teilhabe. Nämlich, dass der Betriebsleiter mit dem Vieh konform das so gestaltet, dass sie die höchsten Erträge bringen. Wir sind in Deutschland, das in Europa das Land der höchsten Massentierhaltung und mit den besten Erträgen, wenn man von der Wirtschaft ausgeht. Und wenn wir das übertragen auf die Menschen, dass Menschen warmes Zeug haben, satt zu essen haben gut wohnen können und gesellschaftliche Teilhabe, dann kann ich nicht mehr ganz begreifen, dass wir in Deutschland, in Europa, wo hier so eine Essenz von klugen Leuten sitzt, die genau wissen, wie das sein müsste, aber dass wir in Deutschland mit unseren 700 Abgeordneten nicht weiterkommen mit diesem Gedanken Grundeinkommen. Wendet die Landwirte mit ein über diese Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen fruchtet, dass der Weg weit ist. Ich glaube, da ist hier keiner, der das nicht weiß. Und deswegen danke ich ganz herzlich, dass ich als alter Mops hier noch dabei sein darf und euch das nochmal ins Stammbuch schreiben darf. Massen die Haltung bin ich von weg. Aber. Ich habe es noch nicht überbringen können, wie gut das ist, wenn man Tiere gut behandelt, wie wirtschaftlich das ist. Und wenn die Menschen, letzter Satz, das kriechten, das Grundeinkommen, dann wunderten sich die Politiker, wie kreativ der Mensch wird, wenn er sich um die Gemeinden und Kreise, wo sie hin müssen, Diener machen, damit sie Sozialhilfe kriegen, wenn die dann dafür arbeiten könnten. Danke, Danke. Hans. Das ist mal ein Votum. Das bedingungslose Grundeinkommen sozusagen als artgerechte Haltung für uns Menschen. Da Michael vorne, bitte. Ja, ich bin ja noch äh, nicht so tief drin wie ihr in der, in der BGE-Familie und deshalb gucke ich immer noch von außen drauf. Ich war das gestern Abend, der gesagt hat, nicht alle in Deutschland wissen, was bedingungsloses Grundeinkommen ist. Sie haben vielleicht schon mal davon gehört. Ähm, ich, krieg, ich versuche immer noch so ein paar Dinge zusammenzukriegen. Also. Ich kann verstehen, dass man sagt, das Grundeinkommen oder diese, diese Grundversorgung muss man global denken und darf sie nicht in dem privilegierten Raum Europa denken. Dann habe ich die Steueränderung von Daniel im Kopf, die in dem in dem Entwurf für für den Volksentscheid in, in der Schweiz drin steckt, dann bin ich auf der nationalen Ebene. Also wer müsste Steuergesetzgebung ändern? Und dann habe ich Dani vorhin gefragt, wo fangen wir denn an? Und er sagt, ja, bei deinen Angestellten und bei meinen Angestellten, indem sie selber Verantwortung übernehmen. Und dazwischen changiert meine Vorstellung noch von dem allem, was das Grundeinkommen kann. Und... Meine Frage ist immer auch beim, beim Klimaschutz, wie stellt ihr euch ein autofreies Viertel vor? Wie stellt ihr euch ein, ein Viertel vor, wo, wo regenerative Energieversorgung hergestellt ist? Wenn ihr vielleicht im, zum Schluss in einem Satz sagen könntet, ja, in einem Satz sagen könntet, auch kein Schachtelsatz, sondern ein einfacher Satz, äh, wenn das Grundeinkommen 2030 verwirklicht sein wird, äh, was ist dann besser? Also ein Satz. Das wäre so meine kommunikative. Nee, keine, ja, ja. Möglichst keine. Also, das ist doch mal eine Auflage für eine Abschlussrunde. Wer mag beginnen? Wer traut sich drüber? Ich würde vielleicht davor noch mal kurz auf die anderen Fragen eingehen. Also, das. das sehr gerne. Das mit, das mit der Landwirtschaft, das ist auch so eine Sache. Also, diese Groß. Betriebe, die sind ja komplett entfremdet vom Ursprung von dem, was Landwirtschaft war, was, was Landwirtschaft sein könnte. Und dem wird ja auch schon eine andere Organisation der Arbeit entgegengehalten: die Erwerbsarbeit, äh, die, die solidarische Landwirtschaft. Und da gibt es ja Konzepte. Und jetzt kann man bei den solidarischen Landwirtschaftsleuten mal nachfragen: Wie viele von euch sind denn für das PGE zu begeistern, wenn man denen ein Angebot macht? Aber bei komplett von der Arbeit entfremdeten, auf Profit ausgerichteten Großbetrieben, da sieht das ein bisschen schwerer aus. Also da finde ich es bei den Landwirten wenig zu holen. Ich habe euch Zeit gegeben. Ach, danke. Willst du? Ja, bitte. Wann? Jetzt. Menschen machen dann weniger Arbeit. In denen sie keinen Sinn sehen, sie psychisch und körperlich kaputt macht, nur wenige reicher macht und die Umwelt und unsere Lebensgrundlage zerstört. Kann man sicher noch arbeiten dran. Knackig. So, sozialer Zusammenhalt blüht auf. Punkt. Super. David, noch eine Abschlussbemerkung? Ich glaube, ich bin soweit. Ja. Die, Grund, die Grundlage wird geschaffen für weitere Veränderungen, für radikale Reformen und für ein gutes Leben. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei meinem Panel bedanken. Möchte natürlich auch noch diese Challenge accepten, einen Satz zu sagen. Aber ich bin natürlich vorbereitet. Ich beschäftige mich mit dem Grundeinkommen schon länger aber mein Satz wäre mit Sicherheit zu Freiheit und Menschlichkeit. Das würde es bei mir sein. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken.